Hardy, falsche Richtung, komm. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Einen echten Flugzeugträger so zu stören. Hast du keine, wärst du schon tot. Ich glaube, das ist aber nur von privaten Leuten. Pass auf, Platz rechts von dir. Clearblazer? Nö, nö. Ey, der hat mich gesch... Scheiße, wir haben einen Tod. Ja, einer hat mir in den Kopf geschossen. Da ist noch einer. Okay. Hier dabei ist keiner mehr, also vorkämpfen, oder? Jetzt die Hydra. Ist noch mehr... Da ist noch einer. Hier gerade irgendwie starten. Was? Soll jetzt jeder von uns die Hydra nehmen, oder was? Wir müssen hinten die nehmen. Wo? Oh. Da hinten die blaue. Fuck, 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 die fällt auseinandergenommen. Wo ist der Pisser? Da unten. Ab und zu mal Deckung gehen, Leute. Hinter uns ist auch noch einer. Hinten oben irgendwas, so wie es aussieht. Der will nicht so richtig. Hex hinter dir. Ich seh's. Der ist aber oben. Ja, der muss aber auch weg. Ja, down, Mann. Er ist aber nicht im... Ich seh ihn nicht. So. Ja, mach ich. Mach ich. Okay, Leute, alle in die anderen Jets. Ich nehme gleich hier den linken. Moment. Wie steuert man das? Ich hab keine Ahnung. Oh oh. Kriegen Ärger. Schaltet die Kampfjets aus. Go, go, go! Ich auch nicht. Achtung, ich komme als erstes. Wow! Jetzt zieht man hoch. Maustaste, linke gedrückt. Rechte, linke Maustaste gedrückt, halt nur nach oben ziehen. Toll. Hättest du mal vorher sagen können. Hm. Die taucht mal auf. Ja, du musst linke Maustaste gedrückt, halten und dann kannst du dann auftauchen. Ich bin unter Wasser. Ja, ich bin unter Wasser. Ich habe keine Ahnung. Das ist kein Robot. Das war's. Uiuiui. Ui, ui. Da hat's so ein U-Boot gemacht. Geil. Ja, weil ich drücken konnte, was ich wollte. Das Ding ist, das Flugzeug ist nicht hochgegangen. Also mit W erhöhst du den Schub und mit der rechten Maustaste einfach gedrückt halten die ganze Zeit. Du meinst die linke. Die linke, genau. Und mit der rechten feuerst du. Das Flugzeug geht nicht hoch. Ja, gedrückt halten und dann hochziehen. Beziehungsweise die Maus hier hinbewegen. Ja. Mit A und G kannst du es drehen, aber da würde ich aufpassen mit dem Drehen, weil das ist ein bisschen tricky. Da kannst du mit Q und E. Na, wenigstens sind wir wieder da auf dem Flugzeugträger, ne? Ja, ist okay. Meine LMG, wunderbar. Auf die Plätze. Sind wir jetzt noch wieder Feinde oder nicht? Los. Nee. Wer holt sich die Hydra? Ich nehme die. Dill die Hydra und wir kümmern uns um die anderen. Na, das hilft euch gar nichts. Kannst du das hochziehen? Ja, siehst du, ja, hat's.
Fahrwerk geht rein, wie? Ah, alles klar. Wie? Mit G. Okay. Jetzt kommen die Jets. Ich bin ein Flügelmann, okay? Mit was schießt man die Raketen? Rechte Maus. Rechts ist doch MG. Ja, das weiß ich nicht. Scroll nur mit der Maus nach dem Scroll, da kannst du durchwechseln. Okay. Und nimm die normalen Raketen, nicht die umgelenkt. Okay. Stevie. Ich hab ja einen nur anschießen können. Ach, das warst du! Jetzt hab ich fast abgeschossen! Scheiße! Da kommen die anderen. Mhm. So macht's Fliegen Spaß. Ja! Der läuft. Ja, Mann! Fuck, Alter, das macht richtig oh. Bock. Das ist geil. Eins noch. Alter. Seid ihr dumm oder was? Steeltap ist gestorben. Ja, warum wohl, weil ihr mich abgeschossen habt, Mann? So. Alter, das sieht fast voll geil oh. dazu. Fuck, Alter, bei mir, immer, ja. bei mir läuft gerade Danger Zone. Ja. Danger Zone? Ja. Von Kenny Loggins, echt? Ja, sicher. Hör auf zu sprechen, du Arschloch. Nice. Boah, geil. Wenn das nicht ein Sterling Archer Moment ist, fehlt ja, eigentlich nur noch die Flasche Whisky. Danger Zone? Keiner beim Landen. Wir müssen nicht landen. Doch, ich schon. Aber ich nicht. Mir ist das egal. Ach ja, Fahrwerk aus, fahren auf G. Ja. Könnten ruhig noch ein paar mehr Flugzeuge kommen, wäre ich voll dafür. Wo bleibt ihr denn eigentlich? Ich fliege hinterher. Ah, der, ja, Party ist recht langsam. Hast du das Fahrwerk nicht reingefahren? Wie kriegt man das Fahrwerk rein? G. Ah, jetzt halt. Musst du den G-Muskel... Bin ich schon viel schneller. Den Muskel vom Gehirn musst du drücken, weißt du? Vom G-Hirn. Ey, wenn wir jetzt wirklich Roleplay machen würden... Party, zieh hoch. Warum? Müsstest du es ja so sagen, ja? Ich hab's in der Rakete abgeschossen. Ihr seid doch nicht ganz knusprig in den Rücken gebären. Oh, es ging übers Gefängnis, aufpassen. Oh. Boah, wie er zur Seite zieht. Läuft, Alter. Achso, wir landen nie auf unserem Schotterpistenplatz da vorne. Ich stand erstmal gar nicht, wir sollen nur Eskorte fliegen. Ich steig einfach aus, ich bin mit dem Fallschirm. Mit rechter Maustaste, gell? Das Hydra-Ding muss landen. Das war knapp. Das ist eine F-16, was wir hier fliegen. Wie landet man das mit dem Stück? Gar nicht. Mir soll die Hydra. Mir soll nur Eskorte fliegen. Warum höre ich jetzt. Oh Gott, das muss ich. Boah, ich höre das jetzt aber fünfmal. Ich bin tot. Oh,
abgestürzt, ja? Ja. Du musst oben bleiben. Egal, ist egal. Nochmal ein geiler Fight. Warum hassen mich alle? Sagt doch keiner. Ja, doch. Warum bist du so nie richtig am Boden geflogen? Keine Ahnung, ich wollte ihn nach oben ziehen, auf einmal hat das Ding runtergezogen. Dann bleib doch gleich oben. Ja, ich ziehe wahrscheinlich jetzt auf 5 Kilometer hoch, da kann mir nichts passieren. Warum bin ich der Einzige gewesen, der Kills hat? Weil ich keinen Kill gemacht habe. Ich habe viele abgeschossen, aber ich bin gestorben. Ich habe auch einige abgeschossen. Bitte denkt nur dran, nehmt die gelenkten Raketen, nicht die ungelenkten. Ich habe nur Lenkraketen. Ja, jeder hat die gelenkten. Nein, du kannst ja auswechseln, du kannst ja ungelenkte. Und du kannst ja, wozu sollte man das machen? Du kannst auch mit der Kanone schießen, aber mit dem Ding triffst du ja eh nichts. Na, eh nicht. Das hatte ich mit dem Bienen ja auch anfangs das Problem. Egal, los geht's. Attacke! Dun. Der rechte ist meiner, sonst erschieße ich dich. Dun. Das ist ein F-16. Kannst du auch. Juhu! Und oben! Attacke! Echt ungelenkte, ungescheißt, Alter. Ah, Tatsache, jetzt hab ich's auch gesehen. Einfach hinter die Computer setzen und ab geht's. Oh, okay, eine Rakete reicht, wenn man aussieht. Mit G ist Fahrwerk einfahren, der es noch draußen hat. Als Information, ihr könnt nur die Flugzeuge abschießen, die ihr anvisieren könnt, ne? Weil unsere Leute können uns selbst nicht anvisieren. Mhm. Und was denn, ne? Ungelenkt schon. Ich würde mit G schieß dich ja runter. Meinen rechten Hand neben mir und ich weiß nicht, wo er ist. Da kommen wieder unsere Water-Skills raus, Alter. Ich hab den vorderen. Gar nicht. Alter. Bane. Ja. Voll geile Verband hier, Alter. Der letzte. Hab ihn nicht. Mir ist er auch ausgewichen. Was soll die Scheiße? Motherfucker! Boah! Okay. Nochmal geil! So. Egal, das war geil. Und jetzt steigen wir erstmal auf 5 Kilometer Höhe. Jetzt kenne ich erstmal das Lied. Und dann zieh ich Nachbrenner. Nachbrenner hat das Ding irgendwie nicht. Läuft. Das ist so genial. Ich liebe dieses Spiel. Und da kommt ihr jetzt erst drauf. Ich habe das vorher schon gespielt, aber ich habe es nie online gespielt, weil du nur am Anfang nur mit Cheatern zu tun hattest. Oh ja. Und vielen, vielen Modern, wie wir gerade eben hatten mit den Käfigen, weißt du? Tut da keiner irgendwas gegen oder so? Doch, so versuche es, aber ich finde natürlich immer wieder neue Wege. Und viele cheaten sich ja Geld oder holen sich das Geld von den Hackern. So, du kriegst das Helm im Lande, ja? Nö. Nö. Okay, dann kann ich hier abschießen. Mal aufhören zu boosten. Abbremsen. So.
Und außer der Hydra bleibt jetzt jeder schön hoch oben. Achso, ich wollte jetzt landen. Hä, warum? Ich kann landen. Ich hau dich. Boah, ich krieg's kotzen, ey. Bin gelandet. Ich kann das nicht, ich lande nicht. Boah. Gelandet. Das Hydra-Ding jetzt gelandet oder nicht? Nein, noch nee. Nicht, noch nicht. Senkrecht starte? Ja. Ist ja dann easy. So. Ja, jetzt habe ich den Dreh auch raus, wie ich langsam irgendwo hinfliege. Ich habe das andere Ding auch schon unten. Achtung! Oh, das ist knapp. Was denn? Jetzt hier reinfahren. Komm, komm, hier rein. Gut, wie fahre ich da bitte rein? Fahrzeug, wie ein Auto. Oh, wie Auto, vorwärts, rückwärts fahren. Ganz sanft. Hier. Schön. Ah, Alter, bisschen hier lang, genau. Ja, komm. Ja. Gib gleich richtig Gas, wenn's nicht aufhört. Ich drück gleich mal die, lass mal gleich die Bordkanone sprechen. Meinungsverstärker. Das ist ein F-35. Ne, das ist ein Harrier. Harrier. Boah, die Missionen sind genial gemacht. Ich muss schon sagen, es macht richtig Fun. Ja. Wenn ich nicht so ein Depp wäre. Warum denn? Ist doch alles gut. Du bist... Nein, ich hasse mich jetzt selbst ein bisschen. Ah. Ist doch lustig. Na, alles was mit Fliegen zu tun hat, kann ich nicht, also was mit Fahren zu tun kann. Ja, aber das wäre doch geil, dass ich es nochmal machen konnte. Alles okay. mit dem Fahren, die Fahrskills werden besser, je öfter du fährst, gell? Ja, am Anfang ist es wirklich scheiße. Du kriegst Skills beim Fahren. Mhm. Und die Fahrzeuge lassen sich auch etwas irgendwann besser steuern, wie auch Flugzeuge. Ja, wenn du besser... Wahrscheinlich. Na nee, wirklich jetzt. Das war bei GTA San Andreas so. Du konntest nicht fliegen, bevor du in die Flugschule gemacht hast. Ja. Mhm. Und hier ist es so, beim Fliegen, du merkst doch, wenn du ab und zu fliegst, dass es so ab und zu einmal so auf und ab wippt plötzlich, ne? Ja, alles. Ja. Das kommt daher, da die Skills fehlen dafür. Nicht das wegen dem Wind oder so. Das gibt's bei hier nicht wegen dem Wind. Das ist alles wirklich nur wegen den Skills. Auch beim Autofahren. Wenn du jetzt wenn dir ein Reifen zerschossen wird, schlägt das Auto ja voll rechts ein. Das wird dann weniger und weniger, wenn du mit deinen Skills gestiegen bist. Oder wenn das Auto die Haftung verliert, wenn es sich wegdreht. Alles, das wird verbessert, wenn du die Skills erhöhst. Wenn du Rennen fährst, wenn du auf Schießbahnen gehst, wenn du fliegst, dann wird alles mit der Zeit besser. Mhm. Ja. Dann ist die Steuerung auch einfacher. Wie lange hast du das Spiel jetzt? 4 Tage, 5 Tage? Man lernt immer wieder dazu. Mhm, ja.